Passt pünktlich, fangen wir an. Also willkommen bei 60 für Fortgeschrittene. Ihr werdet es hören. Ja, nee, war Spaß. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen überlegen. Ein Joomla, mehrere Websites, großes Thema. Wenn man mal Google-Suche anwirft, findet man da auch einiges. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich mich auch in meiner Praxis damit schon ein paar Jahre lang beschäftigt habe. Relativ rudimentär zwar, aber ich denke, ich habe eine Lösung, die ich euch mal vorstellen kann und auch die ich euch mal gerne in der nächsten Dreiviertelstunde mal vorstellen würde. Ja, also ich bin Gerhard Martin, bin seit 2003 selbstständig als Freelancer unterwegs, meistens für Agenturen. Bin, wo Joomla nach Mambu war, dazugekommen zur Community 2012. Wir haben jetzt die letzten Tage mal drüber gesprochen. Also Berlin war mein erster Aufschlag in der Community zum Joomla Day Berlin 2012. Bin seitdem ein bisschen weiter reingerutscht. Bin allerdings jetzt kein Freelancer mehr, aber arbeite für einen großen deutschen Automobilkonzern im Support. Ich mache also jetzt was anderes. Soweit es noch die Zeit erlaubt, beschäftige ich mich trotzdem noch ein bisschen mit Joomla. Hoffentlich bleibt das auch noch so ein bisschen. Mal gucken, was da so draus wird. Ja, was erwartet euch? Die ersten Gedanken, die ich damals investiert habe, wo ich die Idee hatte, mit einem Joomla mehrere Webseiten zu bedienen, war einfach der, dass ich sage, ich würde gern was haben, wo ich Kleinstkunden bedienen kann, Kleinstwebseiten bedienen kann. Denn manchmal braucht man nicht ein riesengroßes CMS und sämtliche Funktionen, die so ein CMS bietet. Und deswegen macht es auch manchmal keinen Sinn, ein Redaktionssystem zu nutzen, weil halt keiner redaktionell tätig ist, weil es halt keiner macht. Also es gibt Seiten, wer da schon länger im Geschäft ist, der wird auch sehen, die haben Kunden mal einen Auftrag gegeben und hatten viel vor, haben aber nie was dran gemacht. Und die Seiten sind so geblieben, wie sie sind, jahrelang. Das sind so die Projekte, wo mir es immer so gegangen ist, die guckt man gar nicht so gerne wieder an. Weil man hätte gerne was entstehen sehen, aber es ist halt nicht entstanden. Also es gibt faktisch eigentlich keine Redaktion. Wozu also das Ganze? Es macht ja so ein CMS zu nutzen trotzdem Sinn. Was wäre denn die Alternative? Es wäre denn die Alternative, eine statische Seite bauen? Halt HTML, CSS, JS dort statisch reinklopfen? Kann eigentlich so die Alternative nicht sein. Denn wenn doch mal jemand was pflegen will, dann macht das schon Sinn. Und so entstand die Idee zu sagen, ich hätte gerne eine Plattform für meine Kleinstkunden und eben ihre Kleinstwebseiten. Ein System für wirklich verschiedene Kunden, heißt Abtrennung. Und möglichst auch einfach zu warten, deswegen ein CMS. Und deswegen nur eins und nicht für Kleinstkunden, für jeden eins. Und die ganze Sache, die ich mir jetzt aufgebaut habe, sieht jetzt ungefähr so aus. Ich habe mir überlegt, wie ich das bezeichne. MeineDomain.de, das ist so Sachen die Gastgeberseite, ne? Das ist die Seite, auf dem Joomla installiert ist. Und alle anderen Seiten, die miteinander nichts zu tun haben, die werden davon bedient. So ungefähr sieht das aus. Ne? Also ganz grob und ganz einfach mal dieses Schema hergenommen. Man könnte auch ganz anders rangehen. Man könnte beispielsweise sagen, eine große Firma, die verschiedene Produkte hat und die hat für ihre Produkte einzelne Domains gekauft, irgendwann mal, und möchte für die Produkte Landingpages produzieren. Da stehe ich vor genau demselben Szenario. Womit setze ich die Landingpages um?
Auch das ist eine Möglichkeit, wo ich sagen kann, ich kann aus einer Firmenwebsite heraus Produktseiten, Landingpages bedienen. Wäre auch möglich, ist aber nicht unser Thema, weil mein Szenario hier einfach mal so aussieht. Ja, aber Joomla ist halt nicht multisite-fähig. Wer mal ein bisschen recherchiert, auch auf joomla.org, der wird sich dann die Frage stellen, oder doch? Was sagt denn der Core dazu? Was sagt denn Joomla.org selber dazu? Ich habe ein bisschen was gefunden. Auch nicht erst seit heute. Übrigens den Vortrag vor 2 Jahren schon mal in ähnlicher Art und Weise bei JN Beyond mitgehalten. Damals mit Viktor Vogel, der das Ganze vom Quelltext her noch ein bisschen beleuchtet hat. Auch damals stand schon diese Seite, Multisite Design Options auf joomla.org drin. Was stand da drin? Da steht letztendlich drin, dass verschiedene Ansätze ausgearbeitet wurden. Und zwar 2011 zum Joomla Day in New York. Und dass das Ganze auch noch ein bisschen weiter besprochen wurde bei JN Beyond im Mai 2012. War da zufällig jemand dort? Ist ja so lange noch nicht her. Wart ihr da mit in diesem Vortrag oder in dieser Diskussionsgruppe zufällig? Nicht. Ja, und das sind letztendlich die einzigen 2 dokumentierten Ansätze, die wir dort finden. Interessanterweise gibt es aber eine Multisite Working Group. Nur leider ist der Patient gerade gestorben, wie es aussieht. Also aktueller Status tot. Inactive Working Group. Vielleicht ändern wir ja was dran. Vielleicht auch heute mit einem kleinen Anschubs durch den Vortrag. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Wir bleiben auf joomla.org und schauen uns mal an, denn interessanterweise gibt es eine komplette Extension-Kategorie für Multisite. Und es sind exakt 7 Erweiterungen zu finden. Keine Sorge, wir gehen die nicht alle durch. Ich werde euch zu einer was sagen, weil ich mein Projekt mit einer konkreten umgesetzt habe, auf die wollen wir uns konzentrieren. Und das machen wir jetzt auch. Bevor wir aber zur eigentlichen Komponente, also zur Joomla-Konfiguration kommen, wollen wir uns mal ein paar Gedanken machen zum Thema Hosting-Accounts. Ich erzähle einfach mal so meine Gedanken. Das kann natürlich auch sein, dass ihr noch viel weiter gedacht habt oder dass ihr vielleicht anders denkt. Aber um sozusagen dorthin zu kommen, dass ich euch erzählen kann, wie meine Konfiguration aussieht, will ich euch mal sagen, was aus meiner Sicht sinnvoll gewesen wäre, was sinnvoll wäre. Bei mir sieht es halt so aus, ich habe für Kundenseiten schon immer mir einen Server angelacht. In meinem Fall ist es ein Managed Server, weil ich sage, also dort weiß ich, was läuft, dort weiß ich, wie lange die Backups vorgehalten werden und so weiter und so fort. Und ich habe auf meinem Server getrennte Kundenaccounts. Das kennt der ein oder andere von euch vielleicht auch, so die typischen Agenturlösungen sind das. Ne? Nun ist es aber so, per Definition, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, wenn ich die Erweiterung einsetze für Joomla, dann muss ich alle Domains, die ich mit dieser einen Gastgeberseite bedienen will, muss ich in einem Docroute haben. Das heißt, die müssen alle auf ein Verzeichnis zeigen. Das geht natürlich mit so einer Agenturlösung schlecht, weil ich will ja jedem Kunden mein ein Agenturpaket verkaufen, einen Zugang, wo er auch selber rein kann, wo er meinetwegen seine E-Mail-Adressen pflegen kann und so weiter und so fort. Und so kann ich natürlich nicht alles einfach in irgendein Verzeichnis reinschmeißen. Ich kann das natürlich machen, das wäre sozusagen das Erste, das heißt mehrere Domains in einem Account, alle Domains zeigen das gleiche Docroute. Das geht nur dann, wie schon gerade erwähnt, wenn ich wirklich nicht einzelne Kunden abgrenzen will. Wäre der Verein, wenn ich mal so überlege, was man machen könnte, also nehmen wir mal einen Radsportverein, der eine aktive Kinderarbeit hat, nicht Kinderarbeit, das ist ein schlechter Begriff, also eine Nachwuchsarbeit hat natürlich, ne? Jetzt schneiden wir raus. Der Nachwuchsarbeit hat, der vielleicht eine Seniorenarbeit hat oder was weiß ich, die dann, wo man dann sagen kann, ich habe eine zentrale Vereinswebseite und ich habe eine separate Unterseite, die mit einer eigenen Domain oder einer eigenen Subdomain bedient wird, ne, für die einzelnen
Aktionen oder beziehungsweise für die eigenen Teilbereiche, dann könnte man die erste Lösung nehmen. Aber wie schon gesagt, wenn ich jetzt wirklich separate Kundenaccounts habe, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und in meinem Falle war es relativ simpel. Ich habe das so gemacht, ich habe einen separaten Hosting-Account, mein Managed Server, wo ich alle Kundenaccounts liegen habe, und habe mir dann einfach noch ein ganz stinknormales Webpaket, bei, in dem Falle bei Mittwald, darf ich mal sagen, geholt, wo meine Gastgeberseite drauf liegt. Und ich habe das dann wie folgt gelöst. Das ist jetzt Interface von Mittwald. Ich habe hier eine Gastgeber-Domain. Das ist die Domain, die auch mit dem Account verknüpft ist. Und alle anderen Domains, die ich jetzt hier habe, ich habe die manchmal ein bisschen verfremdet, weil ich einfach manchmal Lust dazu habe, das zu verfremden, die zeigen sozusagen von meinem Managed Server auf diese Gastgeberseite, auf diesen Gastgeber-Account. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja, ist halt für viele von euch bestimmt kein großes Ding. Und wie mache ich das? Auch relativ simpel, wer es schon mal gemacht hat, wer es kennt. Ich habe hier einfach nichts anderes gemacht, als in DNS-Weiterleitung eingerichtet. Das heißt also, das hier ist die IP von meiner Gastgeber-Domain und die Seite, die ich dort drauf sehen will, die kriegt halt diese IP. Voraussetzung für so eine Gastgeber-Domain, für so einen Gastgeber-Account bei irgendeinem Hoster ist halt, dass er mit Alias-Domains bzw. mit Virtual-Hosts umgehen kann. Das ist im Grunde genommen die Voraussetzung auf Gastgeberseite, und die Voraussetzung auf der Seite des Bedienenden ist halt, dass ich per Weiterleitung die IP meiner Gastgeber-Domain angeben kann. Also sprich DNS-Weiterleitung. Habt ihr dazu übrigens erstmal Fragen? Also habe ich mich jetzt unglücklich ausgedrückt, aber seht ihr eben das klar? Also ich sehe nicken die Gesichter, gehen wir davon aus. Denn wir wollen ja zum Eigentlichen kommen. Was habe ich also gemacht? Was habe ich installiert? Ich habe mir diese Joomla-Erweiterung Virtual Domains geschnappt. Ist kostenlos, also steht sozusagen auch kostenlos zum Download bereit. Ist relativ schlank, besteht aus einer Komponente und einem Plugin. Hier sehen wir die Versionen. Das ist die aktuelle Version. Und die gibt es schon seit 2.5. Seit Joomla 2.5 ist das so geblieben. Und seitdem hat sich auch nichts mehr getan. Wer sich vielleicht im Vorfeld schon mit diesem Thema beschäftigt hat und konkret mit dieser Komponente, der wird sehen, die Website des Entwicklers ist ziemlich leer. Das Forum ist eigentlich nur noch mit Spam-Einträgen überfüllt. Es geht also nicht weiter. Da haben wir schon ein Problem an der ganzen Geschichte. Die Erweiterung wurde für Joomla 2.5 entwickelt und ich zeige euch dann auch nochmal, was ich dann jetzt mit Joomla 3 und mit dem aktuellen Framework so für ein paar Probleme habe. Und ich versuche auch mal zu zeigen, wie ich das ein oder andere umschifft habe. Ja, Beispiel ist juckerz.de. Das war sozusagen, bevor ich gewechselt bin zum bösen Imperium, kann man sagen, war das eine Idee zu sagen, ich will mal einen Juck aufbauen. Einen Juck im Erzgebirge, wo ich herkomme, gibt es halt noch nicht. Es wird auch liebevoll als der Juck-Todesstreifen bezeichnet. Es ist also ein Projekt, was bei mir noch auf dem Tisch liegt, aber von mir leider immer weiter verschoben wird. Nichtsdestotrotz ist dieses Projekt mit dieser Domain ein Kandidat für meine Multisite. Deswegen lasst uns das mal als Beispiel nehmen. Ja, hier sehen wir ganz normal Joomla-Admin-Bereich. Hier klingt sich die Komponente ein und ich habe mehrere Möglichkeiten. Hier kann ich die Domain selber verwalten, hier habe ich ein paar Parameter und hier steht ein bisschen was dazu, allerdings auch nicht viel. Wir sehen im Hintergrund schon die einzelnen Domains, die hier verwaltet werden. Und wir sehen hier in dieser Spalte diesen Host-Check. Und er sagt mir, okay, interessanterweise prüft die Komponente, ob tatsächlich der Host, den ich hier angegeben habe, mit meiner Installation verwaltet werden kann. Ich kann euch nicht sagen, was intern passiert. Ich habe
dazu nicht in die Quelle geguckt. Es ist aber interessant, dass ich damit natürlich auch wirklich herausfinden kann, funktioniert zum Beispiel meine DNS-Weiterleitung überhaupt? Klappt das? Wird das wirklich von meinem Gastgeberverzeichnis, meiner Gastgeberdomain verwaltet oder ist da noch irgendwas schiefgegangen? Wenn ich also wirklich aktiv meine Domains hierüber verwalten will, dann sollte hier ein OK stehen. Kann man uns gleich mal die restlichen Spalten angucken, die es hier so gibt. Ich sehe also hier, welches Template der einzelnen Domain zugeordnet ist. Heißt also im Umkehrschluss, ich kann jeder einzelnen Domain, die ich mit Virtual Domains verwalte, ein Template zuweisen. Sinnvoll. Das heißt, ich habe natürlich dann in meiner Joomla-Installation durchaus eine ganze Menge Templates. Ich kann hier noch sagen, eine von diesen Domains ist meine Default-Domain. Wenn ich das nicht tue, so wie es hier ist, dann ist natürlich meine Gastgeber-Domain die Default-Domain. Also die Seite sozusagen, wo auch der Hauptmenüpunkt drauf zeigt. Ja? Und hier könnte ich mir in einem kleinen Preview-Fenster könnte ich mir die Seite sozusagen anschauen, wenn sie denn konfiguriert ist. Aber was muss ich denn konfigurieren? Ich muss sagen, ich mache daran nicht viel, ich mache nur das Nötigste. Deswegen werdet ihr auch sehen, bei manchen Sachen habe ich gar nichts gemacht. Was muss ich auf jeden Fall tun? Ich muss einmal sagen, Domainname ist ganz klar. Das ist der, der auch in der Liste auftaucht. Und ich muss für meine Domain den Startmenüpunkt festlegen. Dasselbe, was ich mit jeder normalen, stinknormalen Joomla-Installation auch machen muss. Und ich muss noch bestimmte andere Dinge festlegen, zum Beispiel wie das Template, was ich eben vorhin gezeigt habe. Letztendlich simuliere ich hier die Einträge in der Configuration PHP. Deswegen habe ich dann hier unter Site Configuration auch rudimentär genau das, was ich auch in der Configuration PHP habe. Das heißt, all das, was ich hier als Parameter übergebe, das überschreibt das, was tatsächlich in meiner Configuration PHP steht. Man kann auch andersrum das Ganze erzählen. Man kann sagen, wenn ich dort nichts eintrage, wenn ich zum Beispiel bei Absender-E-Mail nichts eintrage und ich habe auf der Seite ein Kontaktformular, dann steht als Absender-E-Mail die drin, die in der Configuration PHP drin steht. Soweit klar. Das heißt also, letztendlich überschreibe ich hiermit die eigentliche Konfiguration. Ich habe hier noch die Möglichkeit, bestimmte Menüs für die einzelne Domain auszufiltern. Für diese JuckErz könnte ich also jetzt sagen, hier sind nur spezielle Menüs zugewiesen. Die Zuweisung und die Trennung erkläre ich gleich, mache ich aber in meinem Projekt anders. Da gehe ich den einfacheren Weg, den mir die Komponente virtuelle Domains aufzeigt. Zeige ich gleich, komme ich gleich dazu, deswegen habe ich hier keinen Filter angelegt und ich habe auch keinen Menüpunkt ausgewählt. Das ist alles Standard. Des Weiteren kann ich Zugriffsebenen vererben, so wie es die Joomla ACL anbietet, habe ich aber auch in meinem Projekt bisher noch nicht gebraucht und dadurch auch nicht getan. Und des Weiteren kann ich Komponenten nicht auswählen, sondern ausschließen. Das heißt also, alles, was hier in der Auswahlliste markiert ist, das wird unter der Domain, die ich jetzt hier gerade verwalte, also wird unter juckerz.de nicht erreichbar sein. Das macht in manchen Szenarien natürlich auch Sinn. In meinem Szenario, wo ich eben unter meiner virtuellen Domain-Geschichte, meiner Multisite nur selber unterwegs bin, macht es keinen Sinn. Ich sperre mich nicht jetzt selber von irgendwas aus. Aber ich könnte es tun. Hier sehe ich alle Sprachen, die in der Joomla-Installation, in der Gastgeber-Installation installiert sind. Und hier könnte ich sozusagen auch noch verschiedene Manipulationen vornehmen. In dem Falle könnte ich sozusagen den Startmenüpunkt jedem Einzelnen einen eigenen Titel geben. Für jede separate Sprache. Habe ich auch nicht gebraucht.
deswegen ist es leer. Ja, Custom Parameters. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt, deswegen steht hier Seitentitel und Name der Webseite. Normalerweise ist das jetzt hier ein Tab, was leer ist, wo unter Custom Parameters nichts drin steht. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt und habe einfach mal geguckt, was kann man dort eingeben. Ich habe keinen Trigger dafür gefunden, es gibt keine Dokumentation dafür. Ich muss euch sagen, ich habe wirklich nicht rausfinden können, was Custom Parameters können. Womöglich ist es ein Feature, was mal was tun soll, irgendwann mal. Aber in dem Falle kann ich nicht sagen, wofür das gut ist. Es war nur mal eine Spielerei, dass überhaupt was drin steht. Wie trennt Virtual Domains denn nun die einzelnen Seiten? Virtual Domains arbeiten mit Zugriffsebenen. Für jede Domain, die ich dort in der Komponente anlege, wird automatisch eine eigene Zugriffsebene in der Benutzerverwaltung angelegt. Alles, was ihr jetzt hier seht, in dem Falle die hier, alles, wo irgendwo eine Domain drin steht, das ist immer identisch mit dem Domainname, der unter Virtual Domains verwaltet wird. Diese Zugriffsebene habe nicht ich angelegt, die legt Virtual Domains an. Die ganze Steuerung, wo Inhalte, Struktur, also sprich Kategorien, Beiträge, Menüpunkte, Module zugeordnet werden, läuft über diese Zugriffsebene. Wie sieht das konkret aus? Schauen wir uns das mal an. Gucken wir erstmal in den Kategoriemanager rein. Hier habe ich erstmal alle Kategorien drin, die für meine UGRs gültig sein sollen. Und dann sehe ich hier in der Spalte, dass genau dort diese Zugriffsebene gesetzt wird. Die muss ich aber aktiv setzen. Also das macht jetzt Virtual Domains nicht, sondern wenn ich eine neue Kategorie anlege, dann muss ich dort die Zugriffsebene setzen. Übrigens mal ein kleiner Hintergrund. Die Seite heißt ja nicht umsonst beta-jugerz.de, also die gibt es noch nicht wirklich. Die ist noch eine Bearbeitung, Erarbeitung. Wenn ich aber irgendwann mal aus dieser Beta eine Live-Seite mache und ändere die in Virtual Domains, dann wird auch automatisch die Zugriffsebene umbenannt. Ich muss also da auch nichts machen. Mir ist das Ganze einmal auf die Füße gefallen, wo ich das nicht wusste und wo ich diese Zugriffsebene selber umbenannt hatte. Wie gesagt, ich kenne den Quelltext nicht, aber da war irgendein Trigger wahrscheinlich intern nicht mehr erfüllt und es lief alles durcheinander. Also Zugriffsebenen, die Virtual Domains anlegt, Virtual Domains auch selber verwalten lassen. Also das war meine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ah, eine Sache muss ich noch erzählen. Gehen wir mal eins zurück. Das ist jetzt so eine Art Know-how, das ist jetzt also kein Zwang. Ich habe es mir zur Praxis gemacht, dass ich immer sozusagen wie eine Art Root-Kategorie anlege. Das heißt also, dass ich nicht sozusagen die oberste Inhaltskategorie für die Domain als Kategorie nehme und dann unten drunter alles einordne, sondern dass ich sozusagen immer einfach in diesem Duktus, in diesen eckigen Klammern, mir erstmal den Domainnamen nochmal hernehme und ordne dann alle Kategorien darunter ein. Also dieser Kategoriename ist im Prinzip bloß eine leere Hülle. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich das jetzt nicht schon ausgefiltert hätte, die Liste ist ja schon durch die Zugriffsebenen ausgefiltert, dann hätte ich jetzt hier alle Kategorien von allen Domains, die ich darüber verwalte. Und das wird schnell unübersichtlich. Und so ist es immer ganz günstig. Für mich ist es optisch günstig gewesen, zu sagen, ich nehme sozusagen einfach mal als leere Kategorie einfach den Domainnamen nochmal her. Deswegen steht übrigens auch hier nicht beta-jugerz.de drin, sondern einfach nur der Domainname selber, weil den will ich mal später nicht ändern. Das wäre mir dann doch zu viel Arbeit. Ja, bei Beiträgen ist genau dasselbe. Zuordnen über Zugriffsebenen. Und das ist natürlich auch schön. Ich kann natürlich auch hier im Filter wieder meine leere Oberkategorie wählen und sehe dann eben nur die Beiträge in dieser leeren Oberkategorie.
Weil bei Kleinstwebseiten ist es halt so, dass ich dann doch eher selten noch viele Verschachtelungen in Kategorien und Beiträgen habe, weil ich es halt meistens nicht brauche. Das nächste Spannende sind die Menüeinträge. Der Screenshot ist vom Menümanager selber, also wo ich einzelne Menüs anlegen kann. Ihr seht also auch hier, habe ich quasi mir wie eine Art Prefix angelegt für die einzelnen Menüs. Ist auch keine Forderung, muss nicht sein, habe ich einfach für mich zur Übersicht gemacht. Einfach diesen kleinen Prefix angelegt, einfach jukerz.de und dann habe ich das Hauptmenü angelegt. Und diesen Prefix, den habe ich für mich auch selber angelegt als sozusagen Menü-Alias und habe dann einfach einen Kürzel genommen mit 4 Buchstaben. Das macht es einfach für mich einfacher. Ihr kennt ja überall die Menülisten oder die Listen, wo Menüs auftauchen können. Da kann ich dann einfach besser suchen. Das ist für mich immer so Sachen optisch ein bisschen ein kleiner Helfer gewesen. Und wenn ich jetzt im einzelnen Menü bin, sehe ich jetzt hindurch auch wieder drin, auch hier wird es wieder über die Zugriffsebenen gesteuert. Ja, bitte. Genau deswegen mache ich das, weil wenn ich jetzt nichts dran ändere und würde jetzt irgendwo Hauptmenü, ein Menü Hauptmenü nennen, könnte ich nicht ein zweites Hauptmenü nennen, beziehungsweise oder Mainmenü, wie es so üblich ist, dann müsste ich eine 2 oder 3 dahinter hängen, ja, weil den Alias darf es halt nicht mehrmals geben. Genau deswegen habe ich letztendlich mit diesen Kürzeln und mit diesen Prefixen gearbeitet. Das ist übrigens auch eine Sache, die man dann weiter spinnen muss. Jede Seite braucht ein Impressum. Und was ist der Alias von Impressum? Impressum. Da muss ich also dann weitergehen und hinnehmen, dass ich sozusagen den Alias des Impressums von Kleinstseite A anders nennen muss als den Alias von Impressum von Kleinstseite B. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Auch bei Modulen ist es natürlich dasselbe, es wird wieder gesteuert über die Zugriffsebenen. Ich habe jetzt hier mal eine andere Domain genommen, weil in meiner UKERZ-Domain leider noch keine Module existieren. Da wäre die Liste ein bisschen dünner. Ja. Das ist im Grunde genommen die grundsätzliche Konfiguration. Eins fehlt uns noch, die Templates. Und hier habe ich die einzelnen Stile ja genauso nach demselben Duktus, wie ich alles andere sozusagen für mich vorbereitet habe, für mich zurechtgelegt habe, auch wieder mit einem Prefix genommen. Das Schöne ist natürlich, ich brauche nicht für jede Domain ein eigenes Template, ich kann aber jeder Domain einen eigenen Stil eines eigenen Templates festlegen. Das macht ja Joomla für mich, da brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken drüber zu machen. Interessant ist, dass natürlich hier nirgendwo steht, dass ein Template irgendwo zugewiesen ist. Könnt ihr euch an die Konfiguration erinnern von der Komponente? Das macht die Komponente für mich. Und da sind wir schon eigentlich mit der grundlegenden Konfiguration durch. Das war's. Das ist alles. Und das sind eigentlich die Dinge, die ich beachten muss, wenn ich wirklich mehrere Domains mit verwalte. Aber jetzt kommt der eigentliche Spaß, den man dann dabei hat. Beziehungsweise das Problem und die Sackgasse und die Stolpersteine, die im System begründet liegen. Wegen Alter und wegen ja, verschiedenen internen Programmierungen, die so nicht funktionieren. Denn, wie schon vorhin gesagt, es ist eine Joomla 2.5 Erweiterung. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, es gibt, wenn man sich die Fehlerausgabe mal anschaut, einige Fehler mit PHP 7. Da gibt es dann einfach verschiedene Module bzw. Funktionen, wo dann gesagt wird, nee, it's deprecated. Wenn man die Seite weiter aufbaut, immer weiter aufbaut, dann merkt man auch, dass sich manches beißt. An einer Stelle bin ich da schon mal darauf gestoßen. Ich hatte verschiedene Kauftemplates drin von Utheme. Und Utheme hat ja nicht nur verschiedene Frameworks, Warp 6, Warp 7 jetzt aktuell, sondern es gibt für Utheme das Widget Kit. Der eine oder andere hat es bestimmt auch von euch im Einsatz.
und kennt auch die Geschichte von Witcher Kid. Der eine oder andere, der nickt schon und weiß jetzt bestimmt, was jetzt kommt. Genau. Es gibt zwei Versionen des Widget Kit. Die alte Version und die neue, die sich jetzt einfach Widget Kit 2 nennt. Kann man beide Versionen in einem System installieren? Sind die kompatibel zueinander? Genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt ein Template habe, was das Widget Kit 1 nutzt, also wo ich Module mit, gebaut mit Widget Kit 1 unterbringe, und ich kaufe dann später mal, die Seite läuft also eine Weile, und ich kaufe später mal ein neues Template für ein U-Theme, wo ich das Widget Kit 2 brauche, weil ich damit wieder Module anlegen will, geht nicht. Das ist eine Sackgasse, die man wissen sollte und die man ausprobieren sollte, vor allem bevor man jemandem irgendwas anbietet. Das ist teilweise gefährlich. Und das sind nur Beispiele, das sind also nicht, das beruht nicht auf Vollständigkeit, dieses System. Zweite Sackgasse, zweiter Stolperstein ist die überhaupt die redaktionelle Arbeit. Ich hatte eine Seite, wo einfach in der Beitragsseite nur Veranstaltungen gepflegt werden sollten von einem Kunden, von einem dort aus dem Team. Man hatte dadurch über, also das gab es am Anfang nicht, also es war auch so eine typische Kleinstseite, wo ich sage, da gab es keine redaktionelle Arbeit und dann sollte dann doch diese Seite gepflegt werden. Da habe ich überlegt, was kann ich machen? Da aber die Abgrenzung mit verschiedenen, der verschiedenen Domains, die ich mit Virtual Domains verwalte, nicht hundertprozentig möglich ist, kann ich keinen in Admin-Bereich lassen. Stand zu dem Zeitpunkt auch nicht zur Debatte, weil Admin-Bereich wäre sowieso viel zu viel erschossen worden. Das Mitglied von diesem Team wäre damit sowieso nicht zurechtgekommen. Also was bleibt übrig zu überlegen, kannst du dem ein Frontend-Login geben? Ja, es geht. Es geht mit diesen Mitteln aktuell, wenn man sonst nicht eingreift, aber ich habe zwei Probleme und das würde ich sagen, ist der J-Router, der dahinter steckt, der dort manipuliert wird und wo es dann zu Problemen kommt. Das eine ist, ich kriege sofort eine Fehlermeldung, nachdem ich mich angemeldet habe. Das ist aber nur so eine normale Notice, also so eine Nachricht, die ich dann bekomme. Das macht auch nichts. Ich komme dann noch ganz problemlos in den Editor-Modus rein. Wenn ich mich aber abmelde, komme ich immer auf der Gastgeber-Domain raus. Das heißt also, ich komme nicht mehr auf die Seite, die ich gerade bearbeitet habe, wo ich gerade im Editor-Modus war, plötzlich bin ich auf der Gastgeberseite. Und ja, das ist, ohne dort weiter zu bauen an dieser Stelle, was, ach ja, das muss ich noch dazu sagen, mit 2.5 hat es funktioniert. Mit 3 funktioniert es nicht mehr. Deswegen würde ich erst sagen, ohne dass die Erweiterung jetzt irgendwo eine Weiterentwicklung erfährt, ist eine redaktionelle Arbeit und dort unbedarfte Kunden ranzulassen, nicht machbar oder nicht, zumindest nicht zu empfehlen. Ich habe ja auch geschrieben, der Admin-Bereich ist ein No-Go-Area. Warum? Werde ich euch jetzt zeigen, denn ich will nochmal auf einen Workaround eingehen, bevor wir dann uns vielleicht mal ein bisschen austauschen können. Ein Workaround ist deswegen nötig, weil ich habe ein Problem, was ich noch gar nicht besprochen habe. Wenn ich einen Beitrag bearbeite und möchte dem Beitrag Bilder zuordnen, dann komme ich in den Bildermanager rein. Was seht ihr? Ich sehe alle Verzeichnisse. Ich war natürlich so clever und habe irgendwann mal, wenn ich die Domains angelegt habe, in meinem Verzeichnisbaum auch immer wieder die Domain zuerst angelegt, damit nicht alle Bilder irgendwo von verschiedenen Domains im Verzeichnisbaum umschwirren. Dadurch sieht man das hier schön, dass in meinem Bilderverzeichnis eben auch andere Domains existieren. Und will ich das nicht, dann kann ich sowas natürlich nicht machen. Der konkrete Fall bei mir, wo eben dieser eine Redakteur das bearbeiten sollte, diese eine Seite nur, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den internen Bildermanager ausgeschaltet und habe nur mit dem JCE, also mit dem Editor, ne, kennt hoffentlich jeder von euch, so ein bisschen die Idee weitergesponnen, denn mit JCE kann ich für Redakteure, für Content Manager, für Administratoren verschiedene Profile anlegen.
Was habe ich mit den Profilen gemacht? Ich habe in der Konfiguration von einem Profil einfach den Pfad zum Bilderverzeichnis so tief eingestellt, dass da schon unter der Domain war. Und somit konnte er natürlich nicht nach oben gucken. Das ist sozusagen dieser kleine Workaround, die ich für diesen einzelnen Fall geschrieben habe, ist natürlich nicht besonders zufriedenstellend, hat aber für den Fall einfach gereicht. Das gilt ja übrigens auch nicht bloß für das Bildverzeichnis. Ich könnte das natürlich auch machen, wenn ich jetzt im Editor eingestellt habe, dass Dateien noch mit hochgeladen werden sollen, Dokumente, wie auch immer. Da gibt es letztendlich, wer den JCE kennt, gibt es für jeden Verzeichnispfad, für jeden Anwendungsfall Medien, Dokumente und Bilder, gibt es die Möglichkeit, den Startpfad einzustellen. Ich habe euch ein bisschen gezeigt, wie ich sozusagen meine Praxis dort aufgebaut habe. Wie gesagt, für den Fall, für die Seiten, die ich damit verwalte, läuft es, reicht es. So richtig zufriedenstellend ist die ganze Sache natürlich nicht. Ich habe verschiedene Dinge auch nicht beleuchtet, auch ganz bewusst nicht beleuchtet. Es gibt zum Beispiel auch eine Erweiterung von dem Belgier, die kostenpflichtig ist. Die habe ich nicht bezahlt, die habe ich nicht runtergeladen. Vielleicht können wir uns darüber austauschen, falls jemand von euch das hat. Es war für mich ein bisschen zu viel des Guten, deswegen habe ich sozusagen auf diese leichte Lösung, einfache Lösung gesetzt. Was schön wäre, wäre natürlich, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, dass man so ein bisschen weiterentwickeln kann. Das ist vielleicht dann eben noch mit den Möglichkeiten, die Joomla 3 bietet, sozusagen ein paar dieser Sackgassen zu offenen Straßen macht. Wäre schön. Und ein Thema habe ich ganz bewusst ausgelassen, SEO. Wer sich mit Suchmaschinenoptimierung befasst, der wird wissen, dass es mit den Dingen, die ich hier getan habe, die ich ganz am Anfang in der Serverkonfiguration gezeigt habe, dass man damit böse auf die Fresse fallen kann. Deswegen ist sowas auch nur machbar mit meinen Seiten, aus meiner Sicht, muss ich dazu sagen, wo SEO, sag ich mal, nicht vernachlässigbar ist, aber wo es nicht so eine große Rolle spielt. Ja? Da sind wir uns hoffentlich einig. Da kommen wir irgendwo dann an die Grenze des Machbaren. Wie sind eure Erfahrungen? Hat jemand virtuelle Domains eigentlich von euch im Einsatz? Wer hat das im Einsatz? Für welchen Zweck? Also was machst du damit, wenn ich mal fragen darf? Ich mache hauptsächlich Subdomains dann mit Landing Pages. Ja. Von Kunden. Also das ist ein Kunde. Mhm. Hat sonst noch jemand noch vielleicht noch eine Idee oder sagt, ich habe noch ein praktisches Beispiel, Thomas? Wäre es nicht einfacher gewesen für den redaktionellen Kunden, den einfach da rauszunehmen und eine eigenständige Joomla-Installation zu machen? Weil Template hast du, Inhalte hast du, da wäre die Konfiguration viel geringer gewesen. In dem speziellen Fall ist es mittlerweile so. Der ist jetzt raus. Aber aus anderen Gründen, die haben ja auch irgendwann mal gesagt, jetzt nehmen wir mal Geld in die Hand. Jetzt kaufen wir halt mal ein schickes Template, ist auch in die Jahre gekommen in dem Falle, wo die gesagt haben, gut, wir lassen uns jetzt darauf ein, wissen Bescheid, dass wir in Wartung was investieren müssen und die wollen das Ganze auch ausbauen. Das stimmt. Also die Sackgasse redaktioneller Bereich, die ist halt ein großes Thema dabei. Ja, ja bitte. Also, der Aufwand hängt natürlich immer vom Szenario ab. Ich habe das jetzt versucht, auch mal ganz bewusst sehr eng abzugrenzen. Deswegen habe ich auch bei mir bewusst dazu gesagt, bei mir funktioniert es, bei anderen wird es so nicht funktionieren. Das nächste Beispiel wäre eben das Landingpages, Produktseiten, wo ich also nicht zwingend Kunde A von Kunde B abgrenzen muss.
Aber wenn ich ein Projekt habe, wo ich diverse Dinge, gerade diesen redaktionellen Bereich, nicht abschätzen kann, kommt da mal was? Muss ich da mal jemanden mit reinlassen? Da würde ich sagen, da lohnt sich das nicht. Da würde ich davon weggehen und würde dann den Kunden vermitteln und sagen, du bekommst ein eigenes System mit allen Konsequenzen. Jetzt habe ich die zweite Frage geschoben und vergessen. Ja. Ein großes Problem, weshalb ich oft dann mit Overrides gearbeitet habe, ist, dass, ihr kennt das, links oben im Template das Logo steht und der, der das Template erstellt hat, auch die Kauftemplates machen das so, die nutzen die Joomla-Funktion. Ich weiß nicht, das ist ein Kopf, JBase, helft mir mal, JUAI-Base oder so ähnlich. Ratet mal, wo die hinzeigt, auf die Gastgeberseite. Auch das wäre natürlich schön, wenn mein Virtual Domains das könnte und die Route entsprechend anpasst. Aber das ist im Prinzip das Häufigste, was ich hier an meiner Seite gemacht habe. Ich habe mir einen Override erstellt und habe dort hart die Domain angezeigt, auf die das zeigen soll. Das ist ein praktisches Beispiel beim Code. Ne? Ja, ich habe mir einfach einen Override geschrieben dafür. Ja. Ja. Deswegen sage ich, also das sind der Sackgassen viele. Ja. Interessanterweise hat das Dokument, wo die verschiedenen Ansätze diskutiert wurden, was auf Joomla.org zu finden ist, Bezug zu Virtual Domains genommen. Der Entwickler ist ein Deutscher aus Nürnberg, aber ich habe damals schon vor 2 Jahren, wo ich das schon mal aufgegriffen habe, das Thema versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich hatte halt leider kein Feedback, null. Ja. Aber du klingst so, als hättest du kürzere Wege nach Nürnberg. Vielleicht lohnt sich das ja. Ja, nee, ich meine, dass du mal zum Entwickler gehst. Vielleicht kann ja jemand von uns ihn aus der Versenkung holen und persönlichen Kontakt aufbauen. Du hast vorhin noch gesagt gehabt, die Problematik mit gleichen Namen bzw. Aliasen auf gleichen Ebenen sind zu sagen, die ja theoretisch gesehen nicht möglich ja. sind bei verschiedenen Domains. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, sprichst du von einem Core-Hack. Ja, nun Änderungen der Daten. Ja. Gut, ist natürlich ein Core-Hack, aber im Endeffekt war zu dem Zeitpunkt dann die einfach zwei und die gleichen Alias zu erreichen, weil es natürlich schon sehr unschön ist, wenn man dann irgendwo sehr schön pressen ja. Das weiß ich, was stehen hat. Das ist richtig, genau. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das wäre jetzt mir persönlich zu viel des Guten gewesen. Das Update-Fähigkeit ist ja da auch dafür ein Thema, weil ich will ja auch versuchen, den Aufwand, den ich mit der Seite habe, so gering wie möglich zu halten. Ja. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Normalerweise sichere ich den Admin-Bereich mit htaccess ab. Also quasi vor dem User-Login kommt ein htaccess-Login. Das geht damit nicht, weil dort schon viel mit Redirect gemacht wird. Wäre also sinnvoll, wenn jemand so eine Seite baut und neu ins Leben ruft, vielleicht über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nachzudenken dort. Dass man es wenigstens auf anderer Ebene nochmal absichert. Ich danke euch erstmal.
Soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich einfach noch da. Ach, Entschuldigung. Eine Hand habe ich nicht gesehen. Bitte. Ich kann ja Module bestimmten Menüpunkten zuordnen. Und wenn ich ein Modul bloß einen bestimmten Menübaum zuordne, der also mit einer Seite gar nichts zu tun hat, dann wird das Modul auch nicht geladen. Ich habe so eine Auslagerung schon mal gemacht, mit dem einen Beispiel, wo die Redaktion dann nachträglich dazu kam. Das war relativ einfach zu machen. Also ich kann das herauslösen, ich habe ein Backup gemacht, ganz einfach mit Akiba Backup und habe das auf der anderen Seite mit dem Akiba Kickstart-Paket neu eingespielt und habe dort alles deinstalliert, was nicht gebraucht wurde. Ja. Richtig. Ja. Wobei, du habt selber gesehen, ich verwalte da mit 10 Clientszeiten und keine 400. Also da ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das Szenario dann. In dem Fall habe ich es gemacht, es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Möglichkeiten, wo ich sage, in einem größeren Szenario würde ich halt eine neue Joomla-Installation aufsetzen, mit J2XML würde ich aus der alten exportieren in die neue importieren, was auch eine Lösung für mich wäre. Also da Möglichkeiten gibt es viele. Und wer es auf Datenbankebene machen will, der schmeißt halt alles, was an Beiträgen ist, über einen entsprechenden Select aus der alten Datenbank raus und schmeißt es in die neue rein, wer dessen mächtig ist. Also gibt aus meiner Sicht zumindest viele Wege, das zu machen. Wie gesagt, der eine Weg, den ich war, gesagt, ich habe einfach geklont die Seite und die dann bereinigt. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir uns nochmal unterhalten, also ich weiß nicht genau, was mit Modulen du meinst, aber vielleicht können wir das mal probieren. Bin da gerne bereit, das mal probieren. Ja. Gut. Danke euch.